wollte ich euch zeigen, was in den letzten Wochen so bei mir eingezogen ist und was ich momentan so lese. Und da fange ich gleich mal damit an, euch dieses Buch zu zeigen. Und zwar ist das Der geheime Garten. Das kennen bestimmt viele von euch von früher. Das ist die englische Ausgabe, ist auch schon einen Tag älter, würde ich sagen. Und zwar habe ich die in einer Arztpraxis in so einem Schrank gefunden, wo man Bücher mitnehmen und reintun darf. Und ich dachte mir, das verstößt ja nicht gegen das Project 10 Books, weil ich mir nichts kaufe. Und ich mag den geheimen Garten, also das Buch, ich mag das total gerne. Und ich habe es noch nicht auf Englisch gelesen, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ja, wer würde es nicht tun, ne? Dann habe ich letztens von Amazon geschickt bekommen und das war ein bisschen nervig, weil das ist ein Produkt aus Kanada und es hat kein FSK-Logo und auch keine Zertifizierung irgendwie FSK und deswegen musste man das mit so einem besonderen Versand verschicken lassen, also herschicken lassen. Der hat 5 Euro gekostet, glaube ich, und ich dachte so, ja, geht ja. Aber dann musste man auch noch da musste auch noch die Person zu Hause sein, die es bezahlt hat. Und mein Papa hat es bezahlt. Und es war so ich war so angenervt davon, weil normalerweise kann ich umsonst bei Amazon bestellen, weil ich Amazon Prime habe, weil ich Student bin. Und das hat mich ein bisschen genervt, dass ich dann stattdessen 5 Euro dafür bezahlen musste. Und zwar geht es um die 4. Staffel von Being Erica. Ich habe, glaube ich, schon mal was über die über die Serie gesagt hier auf meinem Kanal. Und das ist einfach so eine... Die hilft einem richtig in seinem Leben. Also wenn ich eine schlechte Zeit habe oder eine anstrengende Zeit, dann gucke ich meistens Being Erica, weil, weiß ich nicht, es werden so viele Lebensweisheiten erzählt in der Serie und weiß ich nicht, ich finde es einfach total schön. Wenn man auf Amazon guckt, dann da steht das halt nochmal ausführlich, was ich jetzt meine. Dass man wirklich, man macht so eine kleine Therapie quasi mit der Serie. Das einzig Blöde an dieser Staffel ist, dass die mega kacke hier drin befestigt sind, die DVDs, auf so einem scheiß Rad, wo die alle übereinander sind. Und in den anderen war das immer viel besser. Da war das nämlich so ein sowas. Ich hasse das. Naja. Was soll ich machen? Und ich habe ja gesagt, ich hatte ja irgendwie erzählt, ich freue mich voll auf die 4. Staffel, weil ich die noch nicht gesehen habe. Doch, ich habe sie schon mal gesehen. Ich habe sie nämlich irgendwo im Internet geguckt. Und deswegen kenne ich die doch schon. Und ich bin voll traurig. Aber es ist trotzdem schön, das zu gucken, weil es schon ewig her ist, dass ich es geguckt habe. Und dann habe ich sowieso die Hälfte vergessen. Ja, das habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir noch mein Tauschticket was geholt. Und zwar... Ist jetzt ein bisschen... Nein, nicht peinlich, aber... Es ist der komplette Mädchen-Teenie-Film Girls Club mit Lindsay Lohan. Und als Mädchen fand ich den halt immer, ja, ich weiß nicht, wie ich den fand. Ich habe den halt 1-2 Mal geguckt, glaube ich. Das ist halt so ein typischer, ich will nicht nachdenken, Klischee-Film. Und ja, deswegen habe ich mir den geholt. Er hat nur ein Ticket gekostet, deswegen ist das nicht so schlimm. Und ich habe noch einen Film ertauscht, und zwar Girls United, diesen Cheerleader-Film. Das war früher mein Lieblingsfilm, ehrlich gesagt. Ich wollte mal Cheerleader werden, bin es aber nie geworden. Und den kennen bestimmt viele von euch auch. Und der ist genauso Kategorie total dämlich, klischee-mäßig, aber der ist einfach nur witzig. So, momentan lese ich 3 bis 4 verschiedene Sachen. Und zwar lese ich momentan Story von Robert McKee. Das ist die Prinzipien des Drehbuchschreibens. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Drehbuchautorin werden wollen würde. Oh, ich bin total erkältet. Aber das ist super interessant. Man schaut Filme jetzt mit einem ganz anderen Auge. Also zum Beispiel könnt ihr mal darauf achten, wenn ein Film jetzt 7:45 anfängt, dann garantiere ich euch, dass das erste einschneidende Ereignis 8:30 stattfinden wird. Also ihr könnt ja mal darauf achten. 15 Minuten braucht ein Film, um das Leben der Protagonisten darzustellen und dann kommt das erste Ereignis, was dann das erste Mal was verändert. Da müsst ihr mal darauf achten. Das ist super witzig. Das funktioniert bei fast jedem Film.
Und ja, hier erfährt man richtig viel über alles Mögliche, in dem es, wo es im Film Wait, hier ist eine Pokémon-Karte als Lesezeichen. Und ja, ich habe es mir damals auf Deutsch gekauft für ein Drehbuchseminar in der Uni und es hat super viel Spaß gemacht. Und ich wollte es einfach nochmal ganz lesen. Ich habe damals halt nur einzelne Kapitel lesen müssen und dafür war es mir zu teuer, dass ich es einfach nur im Regal stehen habe. Und es sieht auch cool aus, finde ich. Jo. Dann habe ich letztens angefangen mit, lustigerweise haben diese beiden Bücher, die ich jetzt noch gelesen habe, sehr ähnliche Titel. Und zwar Nele und Paul von Michel Bierbeck. Das ist ein Däne, ich weiß nicht, wie man, eigentlich eher Michel, glaube ich. Michel Bierbeck, ich weiß nicht. Ja, das ist eine ganz klassische Liebesgeschichte für Erwachsene, habe ich das Gefühl. Es geht um einen Typen und um ein Mädel. Die sind jetzt in ihren 20ern, ich glaube so Ende 20. Und sie kommt zurück in die Stadt, in der er wohnt. Und sie ist vor 9 Jahren einfach weggegangen nach Amerika und kommt jetzt wieder. Ich weiß nicht. Es ist ganz lustig. Man fliegt da so richtig durch. Es passiert jetzt nicht unglaublich viel. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt ein Drittel davon gelesen. Ich denke, ich werde es auch noch irgendwann zu Ende lesen. Aber ich brenne da gerade nicht so drauf, denn das andere Buch, was ich lese, nimmt mich komplett in Anspruch, weil es einfach nur so toll ist. Und zwar Eleanor and Park von Rainbow Rowell. Das ist eins von meinen Project 10 Books Büchern. Und ich weiß nicht, warum ich so lange gewartet habe, damit das zu lesen. Aber es ist so toll. Ich habe an so vielen Stellen schon Gänsehaut gehabt und es ist so schön. Und das erinnert einen ans Verliebtsein und das ist so schön. Und John Green hat vorne drauf, also hat mal kommentiert, "It reminded me not just what it's like to be young and in love with a girl, but also what it's like to be young and in love with a book." Und das ist genau, das ist die perfekte Beschreibung für dieses Buch. Also, dieses Buch, es ist so toll. Und es ist so schön. Das Einzige, was mich stört, dieser junge Park ist Koreaner. Und eigentlich ist Park ein Nachname in Korea. Und ich weiß nicht, ob, also ich werde das nochmal googeln, aber ich weiß nicht, warum der jetzt mit Vornamen Park heißt, weil das ist eigentlich ein Nachname. So als würden wir jetzt Müller mit Vornamen heißen. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob Rainbow Rowell das nicht wusste, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand sowas nicht weiß, wenn man über koreanische Protagonisten schreibt. Ich weiß auch nicht. Und das Lustige an diesem Buch ist ja, ne, das ist mir ehrlich gesagt noch nie untergekommen. Und das finde ich super interessant und auch super, ich weiß nicht, das ist mal was ganz anderes, aber Eleanor ist dick. Und ich meine, könnt ihr euch daran erinnern, dass jemals in einem Buch, in dem es um Liebe geht, die Protagonistin, ja, ich weiß nicht, ob sie dick ist, aber sie wird schon als chubby bezeichnet, also als Speck. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist sie jetzt nicht spindeldürr und auch nicht ein bisschen dick. Also das ist echt, also ich dachte am Anfang so, oh, und ich lese es und es ist so schön, das Buch, es ist so schön, ihr müsst es lesen. Und das hat mich richtig überrascht und das ist mal was ganz anderes und das ist irgendwie so ein Thema, an das sich nicht viele Autoren rantrauen, finde ich. Und das finde ich, das ist auch schade. Aber es ist natürlich, also ich meine, es ist so normal und trotzdem überrascht es dann einen so, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Bücher kennt, in denen, ja, ich meine, es gibt natürlich viele Bücher, in denen der Protagonist hässlich ist oder, ich meine, bei Twilight wurde es ja auch versucht, ne? Bella sollte ja eigentlich auch so ein unscheinbares, immer blasses, komisches Mädchen sein, aber im Film sieht sie ja jetzt auch nicht hässlich aus oder scheiße oder keine Ahnung, sie ist ja trotzdem, ja, Kirsten Stewart ist jetzt keine wunderschöne Schönheit, aber sie ist trotzdem nicht hässlich. Und, ja, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Wie ist das? Also da müsste man eigentlich ein eigenes Video drüber machen. Also ich werde ja auch nochmal drüber reden, über das Buch in einem halbstarken Video, aber ja, das beschäftigt mich momentan sehr. Und ich werde es bald durchhaben. Ich denke mal heute noch oder morgen. Und dann werde ich euch nochmal ein bisschen was davon erzählen, weil es so schön ist. So. Ein letztes Buch, was ich aber noch nicht angefangen habe quasi, also ich werde es rereaden. Und zwar werde ich jetzt
eine Reihe starten, in denen ich die Harry Potter Romane nochmal lese auf Englisch, weil ich die jetzt alle auf Englisch habe und ich habe sie noch nie alle auf Englisch gelesen, immer nur einzeln. Und ich fange natürlich vorne an und ich habe mir schon nach jedem Kapitel so einen Zettel reingemacht und ich wollte dann immer so ein Mini-Video drehen und die am Ende zusammenfügen und dann so einen kleinen Book-Talk machen. Das wird in den nächsten Tagen, Wochen geschehen. Und das war's von mir. Auf Wiedersehen.